Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Da gibt es wirklich verschiedene Arten von Firmen. Es gibt, also es klingt immer doof, wenn man das sagt, aber es gibt halt Firmen und Leute, die wollen die Welt verändern oder die Welt verbessern. Ja, es mag doof klingen, aber es gibt auch die, die das nicht wollen. Und ich finde, das klingt noch blöder. Ja, okay, jetzt verstehe ich da die ganze Geschichte ein bisschen besser, warum du auch, also ja, die Mission war so groß, dass da gibt es auch keinen Platz für Pessimismus, wahrscheinlich auch. Ne? Also dann habt ihr gegründet und ihr habt die erste LKW-Fahrer dann befragt und darauf habt ihr die Plattform aufgebaut. Also das hat Felix wahrscheinlich am Anfang selbst programmiert. Jo. Das ist auch super, wenn man in einem Team ein Tech hat. Ne? Ich sehe wieder dieses Lächeln. Ja. Ja, ist ja auch eine Tech-Company. Ne? Das ja. Ist so, ja. Klar. Und warum habt ihr keine Investoren gesucht? Damals. Wir hatten ja erstmal geht es ja, glaube ich, darum, das zu vertesten, damit du überhaupt, also ist vielleicht so Kapitaleffizienz gefragt, dass du erstmal überhaupt guckst, funktioniert das grundsätzlich, was du machst. Und jetzt ist wir haben ja auch nicht mit Taschengeld gegründet. Ja, das ist nicht, also keiner, wir hatten irgendwie ein bisschen mehr als 100.000 Euro am Anfang, mit dem wir loslegen konnten. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber das ist eine Summe. Ja, eben. Aber damit kannst du schon was machen. Zumindest solide erstmal eine Hypothese vertesten. Und mittlerweile, es ist ja nicht so, dass wir keine Investoren haben. Wir haben wirklich tolle Investoren auch gefunden, die das Geschäftsmodell mittragen. Und ja. Und dann war die Plattform bereit, also technisch. Und dann, ja. Nee, wie man so eine agile Produktentwicklung macht. Wir haben das Produkt sukzessive durchgebaut. Ja. Immer wieder vertestet nach draußen, den nächsten Schritt. Das ist ja so eine Art Funnel, eine Trichterbetrachtung. Ne. Man kommt auf die Seite, sagt, ja, ich möchte einen neuen Job und dann klickt man sich durch und das haben wir eben sukzessive gebaut. Ja. Und auch das Matching, was jetzt wirklich sehr, sehr sophisticated ist, dieser Algorithmus, der lernt selber anhand der Nutzerinteraktion bessere Vorschläge zu machen. Ja. Das ist eine Sache, da steckt eben auch jahrelange Entwicklungsarbeit drin. Das hatten wir nicht von Anfang an. Ne? Also anfangs habe ich jeden Fahrer, jede Fahrerin angerufen, die sich registriert. Die hat sich registriert. Es war so schön nach draußen, also sah schön aus. Und am Ende sind die in einer Art Excel-Tabelle gelandet. Es war damals schon Trello, aber so Kärtchen. Und die habe ich dann angerufen. Und ich habe, tatsächlich. Weißt du, die Geschichte auch mal oft. Ich glaube es dir, weil Bezos hat es auch gemacht. Ja, ich habe mit Tausenden von LKW-Fahrern telefoniert. Ja, schön abends bis 21 Uhr saß ich da in unserem kleinen Mini-Büro, was wir hatten, und habe telefoniert und tagsüber habe ich noch Vertrieb gemacht und Unternehmen erzählt, dass das jetzt die neue Art und Weise ist, wie man Bewerbungen bekommt. Aber das war wahnsinnig viel händischer Aufwand. Natürlich, klar, du digitalisierst das ja nicht, wenn du nicht weißt, ob die grundsätzliche Logik dahinter funktioniert.